Ja, ist es auch. Wir lieben uns, ihr Wichser. Jetzt kommt alles mal da rein. Ach so, ah. Ist ja noch du. Dann muss ich das jetzt mal. Hast du ihm denn wenigstens geschrieben, dass er ein Spast ist? Nein, das ist jetzt in der Aufnahme, egal. Na gut, er konnte es ja nicht wissen. Doch. Man fragt vorher, bevor man fremde Leute anruft. Das stimmt natürlich auch wieder. Ich werde andauernd angerufen und dass jemand so was macht sagt, man was nicht. Sache ist. So was macht man nicht. Ich meine, wenn ich dich einfach so anrufe, ist es was anderes. Nee. Ja, natürlich. Auf dich. Nein, bei dir ist es etwas. Ja, ist es auch. Wir lieben uns, ihr Wichser. Ey, ich habe hier was gefunden. Ich weiß nicht, was es ist. Ich guck einfach mal nach. Oh, cool, Diamanten. Nee, ist gar... Hä, was ist das? Ach, das ist Quarz. Crystal Meth. Ich dachte schon, das wären Diamanten. Hab mich schon gewundert, dass sie nicht aussehen wie Diamanten. Ah, oh, Mann. Was? Warte mal ganz kurz. Du nimmst schon wieder nicht auf? Nee, warum die Maschine hier nichts aufnimmt? Achso. Hey Leute, bald könnt ihr sehen, wie mich jemand interviewt. Sexy, ne? Was mit interviewt? Ich werde bald interviewt. Ach ja, stimmt, da war ja was. Ah, aber er hat mich nicht geaddet. Dann bin ich ihm sogar entgegengekommen, hab ihn geaddet und hat er nicht angenommen. Stumpf, ne? Oder? Ja, so ein bisschen, ne? Ja, vielleicht mag er mich nicht mehr. Wieso will die Maschine nichts aufnehmen? Oder hat die keinen Strom? Doch, die hat ganz viel Strom. Ihr nicht verstehen. Frag doch die Olga. Da darf der kein Signal haben. Oh. Okay, sonst habe ich das denn überhaupt angelegt. Das erklärt natürlich so einiges. Wow, da fällt man ja ganz schön. Der bekommt doch grün. Wieso geht der nicht durch die grünen durch? Warum putet der jetzt nichts out? Get that. Ach so, das muss auch wieder was hingestellt werden. Aber wieso geht der nicht da? Es ist doch. Das hat jetzt funktioniert. Kann man Uranium Cells jetzt eigentlich craften? Ja, hast du schon mal gefragt. Kann man. Okay, die ganze gut. Zeit. Eine Cell und ein Uranium Barren, ne? Ja. Okay, sagt man eigentlich craften oder craften? Craften. Okay, warum sagen manche Leute craften? Keine Ahnung. Genauso wie Minecraft, Minecraft, meine Kraft. Meine Kraft, ey, das ist so behindert. Nee, die kann er nicht mehr.
fäll gleich deinen Riesenbaum. Nee. Doch. Dann bin ich dann nur noch ein bisschen sauer. Glaub mir, wenn ich mal irgendwie aus irgendeinem dummen Grund wütend bin, na, dann hält das lange. Das hält sehr lange. Ich bin immer noch wütend, weil ich in Folge 1 einmal hingefallen. Nein, Spaß. Das... Oh Mann. Dann würde das ja wirklich sehr lange halten. Wieso macht der jetzt nichts aus, Mann? Ich hab Hunger. Hunger, Durst, Atmosphäre. Ja, ist ehrlich so, mir fehlt schon wieder Atmosphäre und Hunger und Durst habe ich auch. Also Hunger im Spiel, Durst in Real Life und Atmosphäre in beidem. Du hast mir ein was? Hunger. 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 Man verpisst sich jetzt, früher hat es hier sowas nicht gegeben. Oh, ich mag alte Leute, die in Berlin Rassisten sind. Komischer Satzbau. Ich mag alte Leute, die Rassisten sind. Besonders in Berlin. So. Also war so eine Rumänin, die hatte ganz viel Goldzähne, was woraus man schließen kann, dass es ihr finanziell gar nicht mal schlecht ging, weil Goldzähne sehr, sehr teuer sind. Das kann sich kaum einer in Deutschland leisten. Auf jeden Fall, sie konnte nicht gut Deutsch. Das Einzige, was sie sagen konnte, war Hunger. Was schon irgendwie was schon irgendwie paradox ist, weil sie ja schließlich ganz viel Goldzähne hat. Also hat sie finanziell gute Verpflegung, so, weißt du? Wisst ihr? Und darüber war ein älterer Mitbürger, ein älterer germanischer Mitbürger etwas erzürnt, weil es ihm wohl nicht so gut ging und er sich nicht auf die Straße setzt und Hunger sagt, ne? Also ist er der Rumänin hinterhergehumpelt und hat immer versucht zu treten. Das fand ich witzig. Das findest du wieder witzig, ne? Ja, weil er uns sagte so, hau ab jetzt, früher hat es dir sowas nicht gegeben. Und humpelt da hinterher und versucht immer zu treten, das war cool. Ja, ganz ehrlich, wenn man das Geld hat, den ganzen Mund voller Goldzähne zu haben, dann sollte man sich nicht auf die Straße setzen und andere Leute ausnehmen, die nicht das Geld für Goldzähne haben. Das finde ich dann echt assig. Jetzt kommt nicht mit sowas wie, vielleicht hat sie die Goldzähne irgendwo billig bekommen, dann sollen sie die verkaufen. Ich meine ja nur, es ist so, das macht man nicht. Apropos Goldzähne, wir können uns welche leisten. YouTube Money. Oh Mann. Ich fange vielleicht demnächst an zu longboarden. Ich spiele vielleicht demnächst mit meinem Longboard. Deswegen gehe ich auch gleich AFK, ein bisschen Millionär-Videos gucken. Ah, ich weiß schon Bescheid, ja. Oh ja, nein, Spaß. Ich gehe echt gleich auf, aber ich guck dann Borat. Nicht Borat, hier, der Diktator. Ich komme nur auf Borat, weil er derselbe Schauspieler ist. Deswegen hat mein Kopf das assoziiert. Assoziiert? Ja, ne? So. Sasha Baron Cohen, oder irgendwie so heißt der. Das sind Brüste, ich dachte, du wärst ein Junge. Ich finde das so geil. Nimmst du bitte deine Hände von meinem Rüsten? Das sind Brüste, ich dachte, du wärst ein Junge. Das ist einfach so geil. Dass du so lustig findest? Ja, das ist auch witzig. Du Spaß. Mann, ich habe schon wieder vergessen. Alter, jetzt mal ernsthaft, nicht so eine Kraftausdrücke, du Hurensohn. Okay, wir sind Minderjährige, du Wichser. Ich habe echt irgendwie Ingame-Hunger. Mal gucken. Ich will kein verrottetes Fleisch essen. Ey, du müsstest ja genug Fleisch haben. Eigentlich schon. Ich back mir jetzt einen Kakao. Tschu, tschu, tschu. Ja, ja, ja. Ich back mir einen Kakao. Das ist das Einzige, was ich witzig finde von der gesamten Harry Potter-Verarsche. Ich finde das alles so geil, ne? Colmurrow rockt richtig. Kleine behinderte. Der Traum des YouTubers mit Cold Mirror mal was zu machen. Du Lude. Ich finde die kleinen behinderten Avengers einfach nur so lustig, obwohl man ja nicht über Behinderte lacht, aber die sind ja nicht wirklich behindert, also das ist schon witzig. Eine Banane. Das ist gay. Oh Mann. Das ist ja eine Banane. Das ist gay. Ich kann nicht mehr, ey. Das ist so feierlich. So feierlich.
Oh, jetzt habe ich schon 6400. Ich glaube, ich habe mehr Eisen gemacht, als ich brauche. Könnte ich mir ja doch nochmal einen Eisentank machen. Geil. In 30 Sekunden haben weltweit 3750 Menschen Sex. Und du bist es nicht. Das ist wahr. Und ich werde es auch nie sagen. Ja, das stimmt. So, 6800. Also da muss mir dieser Nils LP nächsten Tag mal unbedingt helfen, weil ich komme hier nicht mit klar. Ja, und er soll mich mal annehmen, verdammt, ich will ein Interview. Ich schreibe ihn gleich nochmal an, der ist ja online. Echt? Hast du das Interview mit mir eigentlich geguckt? Juckt mich doch nicht. Scheiße. Wieso? Lässt du die... Na gut, du lässt die Fragen lieber auf dich zukommen. Ja, eigentlich schon. Ich bin spontan. Nika. Nee, das bist du. Das bist du. Und du bist zu einem 38. Du bist irgendwie zu einem 64. Jude, ne? Irgendwie so war das. Hey, cool. Das heißt, du bist... kannst nicht antisemitisch sein und ich auch nicht, weil ich dich mag. Geil. Immer diese Juden. Ganz aber ehrlich, wenn du ein 64. oder ein 32. dann darfst du das sagen, oder nicht? Ja. Ja, eigentlich schon. Ich glaube, ich nehme eine namibische Staatsbürgerschaft an, dann darf ich über Schwarze lachen. Eigentlich nicht, ne? Oh. Warte, ich muss mal eben rechnen. 64. Ich glaube, ich ziehe später nach Brasilien und heirate eine Brasilianerin. Oder ein Brasilianer, mal schauen. Ein ohne Scheiß, ne? Es gibt so hübsche Brasilianerinnen und Kolumbianerinnen. Nicht heftig. Aber es gibt auch sehr schöne deutsche Frauen. So. Wie macht man denn nochmal so eine Pattern? Ich werde das jetzt alles mit Patterns machen. Blank Pattern. Bock Ghost, Glowstone, okay. Glowstone, Ding, drei Eisen. Ach, zwei Glas fehlen natürlich wieder. Fuck. Das glaubst du mir jetzt nicht, was ich gemacht habe. Ich hab mich verbaut. Oh mein Gott. Ich finde diesen Film, Leg dich nicht mit Sohan an, den finde ich auch richtig feierlich. Ja, der ist ganz gut. Ja. Das Phantom hat eine eigene Fastfood-Kette. Das ist einfach so geil. Ich habe vielleicht auch eines Tages meine eigene Fastfood-Kette. Nein, hast du nicht. Ich nenne sie... Hitler. Mit 2a am Ende, ja? Das ist nicht fremdenfeindlich. Ich wollte mir auf so einer FIFA-Seite wollte ich mir ein Deutschland-Trikot bestellen. Nummer 88 Name, du weißt schon, ne? Und dann stand da, das verstößt gegen Richtlinien, gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Also die Zahl war okay, aber nur der Nachname nicht. Okay. Ne, ich hätte es auch nicht wirklich bestellt, ich wollte nur mal gucken, ob das geht. Ich bin doch kein Freak. Nein, ist auch so. Also 88 hätte ich mir da schon drauf gemacht, aber dann halt mein Nachnamen, ne? Wegner. Also Batterien? Was brauche ich denn noch? Cool, das habe ich dann da drin. Das ist auch pur. Nicht wundern, wenn ich mal eben was nicht sag, ne? Ja. Okay. Und ich mach mal eben ganz kurz. Aladdin hat die Worte positiv und negativ in Aladdin ändern lassen. Und dann so ein Arzt,
Sie sind HIV Aladdin. Der Typ freut sich richtig, guckt auf einmal erschrocken und freut sich wieder. Richtig lustig. Ja, er wird wohl nie erfahren. Ne? Hm. Hallo? Ja. Also. Ja. Übrigens. Na gut, ich gehe jetzt AFK. Das können wir tun, ja. Dann kann ich mich nächsten Tag direkt um den High World Hedge Solar Array kümmern. Also bis dann, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr hattet wieder so viel Spaß wie wir. Und ich hoffe, es sind diesmal keine Kinder gestorben, so wie sonst immer. Ja. Tschüss. Es klingt immer, als wenn du dir auf die Eier haust. Na gut, bis dann. Tschüss.